die Kräfte, die ein Interesse daran haben, dass alles so weiterläuft wie bisher, das sind wir ja nicht, das sind ja Kräfte im Staatsapparat. Die möchten, dass es, die möchten auf, nach alter Weise weitermachen. Wenn die sich durchsetzen, dann, ja gut, dann ist es eben wieder so. Also wir haben 20 Jahre lang gekämpft, wir werden auch die nächsten 20 Jahre kämpfen. Ne? Also das ist jetzt nicht der Punkt. Seit 20 Jahren sitzen Mitglieder der Rote Armee-Fraktion in bundesdeutschen Gefängnissen. Am vergangenen Sonntag konnten wir das erste Fernsehinterview mit einer Gruppe von ihnen in der Justizvollzugsanstalt Lübeck drehen. Dort sitzen Irmgard Möller, 1972 verhaftet aufgrund einer Kronzeugenaussage wegen Beteiligung an dem Anschlag auf das Hauptquartier der US-Armee verurteilt. Christine Kubi, 1978 verurteilt, weil sie bei ihrer Verhaftung einen Polizisten angeschossen hat. Hanna Krabbe, 1975 am Überfall auf die deutsche Botschaft in Stockholm beteiligt. Damit sollten Gefangene freigepresst werden. Gabriele Rollnick, verurteilt wegen Beteiligung an der Lorenz-Entführung 1975. Bisher durften sich weder die vier Frauen in diesem Gefängnis noch die anderen inhaftierten RAF-Mitglieder vor einer Fernsehkamera äußern. Der Kieler Justizminister Klaus Klingner sagt warum. Ein Sicherheitsinteresse, wir wollten keine Kampferklärung in den Medien von diesen Gefangenen haben. Sie konnten sich ja über ihre Anwälte ausdrücken. Es gibt halt eine neue Situation durch die Erklärung aus dem RAF-Bereich, jetzt die Eskalation zurückzunehmen und keine Attentate mehr durchzuführen. Frau Möller hier aus der Anstalt hat dies nochmal für die Gefangenen unterstützt. Das ist für uns eine Richtung, die wir weiter unterstützen wollen, indem wir sagen, gut, dann gibt es ein Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit, zu sehen, was läuft da. Und diese Aussage, wir nehmen die Eskalation zurück, wir machen keine Attentaten mehr, das ist eine Geschichte, die gehört auch an die Öffentlichkeit. Und zwar nicht nur in einem anonymen Bekennerschreiben, sondern durch Menschen von Fleisch und Blut. Und das ist der Brief der RAF, geschrieben am 10. April, mit dem die neue Entwicklung eingeleitet worden ist. Die entscheidenden Sätze... Wir haben uns entschieden, dass wir von uns aus die Eskalation zurücknehmen. Das heißt, wir werden Angriffe auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und Staat für den jetzt notwendigen Prozess einstellen. Die inhaftierten RAF-Mitglieder reagierten schnell. Irmgard Möller schrieb am 15. April im Namen aller: Die Entscheidung unserer Genossen draußen ist richtig. Mit Taktieren hat das nichts zu tun. Wer ist diese Gruppe Gefangene aus RAF und Widerstand eigentlich? Das sind einmal die Gefangenen aus der RAF, die in der RAF gekämpft haben, bevor sie gefangen wurden. Und die anderen, das sind die, die als RAF verurteilt wurden, das aber nie waren, sondern als Teil vom Widerstand gekämpft haben, militant. Oder jedenfalls dafür verurteilt wurden. Verstehen Sie sich dann noch als Teil der Roten Armee jetzt als Gefangene aus der RAF oder ist das jetzt was ganz anderes? Wir verstehen uns weiter als Teil vom Widerstand, aber nicht als Teil, also das ist in dem Moment, wo man verhaftet ist und keine Waffe mehr hat und legaler ist, als man überhaupt nur sein kann, ist man nicht mehr als, da kann man nicht mehr wie RAF kämpfen, sondern man ist ja gefangen. Man ist aber immer noch Teil, auch wenn es nicht mehr eine Organisation ist. Im letzten Jahr hat die Bundesanwaltschaft in den Zellen ja umfangreiche Sammlungen von Aktenordnern und Papieren beschlagnahmt mit der Argumentation, dass aus den Zellen heraus die Aktionen der RAF draußen gesteuert worden sind. Das war seit Anfang an, von Anfang an, seit wir gefangen sind, war es immer so, dass die Bundesanwaltschaft oder die ganze Staatsschutzmaschine behauptet hat, dass die Gefangenen die Sachen draußen steuern. Und das sollte legitimieren die Maßnahmen gegen uns. Das war zur öffentlichen, also die öffentliche Linie, um zu rechtfertigen, warum man uns isoliert, warum man uns so behandelt. Und ja, außerdem sollte es irgendwie sowas vermitteln, dass es keine wirkliche Kontinuität gibt vom Widerstand und Kampf draußen, sondern dass das nur dadurch lebt, dass die Gefangenen quasi die Fäden ziehen. Ne?
Und die anderen sozusagen die Handlanger werden. Genau. Und das ist einfach nicht die Realität gewesen und ist sie auch nicht. Gibt es denn eigentlich überhaupt eine Abstimmung oder einen Kontakt zwischen Ihnen hier im Gefängnis und der RAF draußen? Also keinen direkten Kontakt, es gibt keinen direkten Austausch. Also wir können feststellen, was sie machen und können uns dazu verhalten durch Briefe oder was wir sagen. Wir können aber nicht direkt mit ihnen reden. Wir sind die RAF und wir sind in derselben politischen Situation, aber an verschiedenen Orten. Wie weit reicht dieser Widerstand eigentlich? Ist das dann zum Beispiel die Anti-AKW-Bewegung, gehört die dann dazu? Oder also was oder sind das nur die Leute? Nein, die gehört sicher dazu, weil die sind nicht gefangen. Mhm. Also man muss ja jetzt erst sehen, wer ist gefangen. Auf jeden Fall fühlen wir uns diesem Widerstand auch verbunden. Also wie gesagt, das ist eben nicht organisatorisch. Wir hatten ja auch Zusammenhänge in der Gesellschaft, also von Gruppen, die uns auch unterstützt haben oder die die Situation so ähnlich gesehen haben wie wir, ohne gleich den Schritt gemacht zu haben, in die Illegalität zu gehen. Die haben legal versucht, was zu verändern. Die haben sich aber uns auch verbunden gefühlt und von denen sind wir dann später auch besucht worden. Und also wir sind nie aus der Gesellschaft rausgefallen und konnten uns immer trotz Isolation zu ein Bild über die Entwicklung machen. Wir haben uns das zumindest erkämpft. Die Gesellschaft hat sich verändert, die Kämpfe haben sich verändert und wir sind als politische Gefangene immer ein Faktor gewesen in den Kämpfen gegen den Staat. Und das haben wir wesentlich immer aus unserer eigenen Situation entwickelt, also aus der Situation von Gefangenen. Haben Sie eigentlich auch so einen Alltag, in dem Sie zum Beispiel mal über was ganz anderes reden, was ja vielleicht auch so eine, sagen wir mal so, neue oder andere Impulse bringen könnte, was sich, was man für Bücher gelesen hat? Absolut, dass wir uns Bücher erzählen, also die wir über Nacht gelesen haben oder Filmchen, die man geguckt hat. Oder. Aber man darf sich nicht vorstellen, dass wir den ganzen Tag sitzen und politische Themen diskutieren. Das sind ja keine, wir sind ja keine Funktionäre. Ne? Mhm. Sondern ja, wir gucken zusammen Bilderbücher, also Kunstbücher. Oder ist halt zusammen kochen, das ist auch was Wichtiges. Das können wir auch erst seit 3 Jahren. Aber das ist was unheimlich Wichtiges. Ne? Also, dass wir zusammen essen können, ist alles richtig. Was kochen Sie denn am liebsten? Erbsensuppe. Ist das das, was Sie am liebsten kochen, oder das Einzige, was Sie kochen können? Nein, wir können schon gut kochen, aber wir haben auch nicht so viel Mittel. Also, wir können einmal im Monat uns frisches Gemüse einkaufen, ne, und das kann man dann halt eben nur in den ersten Tagen kochen. Ne? Sonst ist es kaputt. Ne? Mit Kochen, Essen und miteinander reden und kommunizieren, das ist wirklich eine wichtige Sache, weil ja. das sind ja auch, du schmeckst was, das ist auch eine sinnliche Erfahrung. Also wenn du jahrelang immer nur in der Zelle sitzt, du kriegst das Essen vom Knast und du bist allein und du schmeckst dann auch gar nicht mehr richtig. Erstens schmeckt sowieso alles gleich, aber du schmeckst auch nicht mehr die Unterschiede. Ne? Und als wir angefangen haben, hier wieder für uns selber zu kochen, das war richtig eine Bereicherung. Ne? Kochen Sie dann jeden Tag? Oder? Ja, wenn es möglich ist. Wir nehmen die Sachen, die wir vom Knast kriegen, und verändern sie zum Beispiel, wenn wir nicht eigene Mittel haben.